Herzlich willkommen wieder zu Andruck, dem Pressetalk auf TV Berlin. Und diese Woche hat es in Berlin eine wichtige Sitzung gegeben. Jedenfalls haben das viele geglaubt, dass es wichtig ist. Senatsklausur. Da wollte man bereden, wo hakt es denn? Warum klappt das nicht so, wie wir uns das vorgenommen haben? Ein Jahr Rot-Rot-Grün. Also man hat zusammengesessen, man hat viel beredet, man hat viel beschlossen und hat es was genutzt. Darüber will ich heute diskutieren mit Peter Neumann, Berliner Zeitung. Herzlich willkommen. Martin Kröger, Neues Deutschland, auch Ihnen herzlich willkommen. Und Christine Richter von der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen. Hat es was genutzt? Gibt es jetzt einen Push, eine Bewegung? Oder ist der Streit vom Tisch auf allen Ebenen? Verkehr, Bauen und was es da alles so gab? Reden wir erstmal über das Positive. Klar hat es was genutzt. Sie haben viel Geld zu verteilen gehabt, weil wir ja einen Milliardenüberschuss im letzten Jahr gemacht haben. Was toll ist, Berlin schwimmt im Geld. Also das ist die Wirtschaft boomt. Wir haben viele Steuereinnahmen. Es gab ja im Grunde 2 Milliarden Euro zu verteilen. 1 Milliarde nehmen Sie für den Schuldenabbau, was ich auch eine sehr richtige und sehr kluge Entscheidung finde, weil wir ja immer noch auf einem hohen Schuldenberg sitzen. Also dann nur noch 58 Milliarden in Anführungszeichen. Und die andere Milliarde haben sie verteilt für viele sinnvolle Projekte. Also sehr gut. Und die sinnvollen Projekte sind was? Naja, also die Rathäuser, 2 Rathäuser werden saniert, das muss man sich mal vorstellen. Allein 20 Millionen für Marzahn, 20 Millionen für Spandau, weil die Bezirke wirklich in alten, alten, runtergekommenen Häusern sitzen. Also da musste endlich was geschehen. Herr Müller hat Geld bekommen für Tempelhof, also der ehemalige Flughafen für Tempelhof. Der ehemalige Flughafen kann jetzt saniert werden, das Gebäude und die Hangars. Auch wenn man da irgendwas machen will, muss das gemacht werden. Frau Popp hat sich durchgesetzt und bekommt Geld für das ICC. Da muss das Abgeordnetenhaus noch zustimmen, aber ich vermute, das werden die tun. Das wird jetzt endlich saniert. Damit zumindest die Asbestsanierung mal begonnen werden kann, weil das ist ja Voraussetzung, damit man überhaupt ein Zukunftskonzept für das ICC hat. Herr Lederer hat sein Projekt für die Münze bekommen. Also viele Projekte. Was mir fehlt, Herr Neumann, in der Aufzählung sind Bauen und Wohnen, Verkehr und kommt das voran? Ist der Streit zwischen Frau Lomscher und ich weiß nicht wem allen jetzt endlich geklärt oder ist das offen geblieben? Ja, der Herr Chaya von der FDP hat das ja mit dem ihm eigenen Raubtierlächeln so als Burgfrieden. Was haben Sie gesagt? Raubtierlächeln? Raubtierlächeln so als Burgfrieden bezeichnet. Das ist natürlich auch richtig. Aber Hand aufs Herz, ehrlich gesagt, ich konnte nie so diese Diskussion so richtig verstehen, dass die SPD versucht, sich da etwas zu profilieren und damit halt eben auch von eigenen Versäumnissen unter der Zeit von Herrn Müller und Herrn Geisel in diesem Amt des Stadtentwicklungssenators abzulenken, ist klar, auf jeden Fall. Aber meine Meinung ist, dass wir hier in Berlin nicht neue Gremien brauchen. Wir brauchen auch nicht mehr Chefsachen und Ähnliches. Da liegt schon genug auf dem Schreibtisch von Herrn Müller rum. Und wir haben halt eben auch beim BER gesehen, dass das nicht immer bedeutet, dass ein Projekt dann auch wirklich vorankommt, wenn es dann vermeintlich zur Chefsache gemacht wird. Ich finde, wir müssen einfach die vorhandenen Institutionen deutlich geschmeidiger machen, einen klaren Konsens herstellen. Und das kriegen wir jenseits von neuen Institutionen mit den bestehenden schon relativ gut hin. Es ist ja auch bezeichnend, dass Frau Lomscher eben gesagt hat, okay, erstmal muss es bei der Wohnungsbauleitstelle landen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, mein Kollege Uli Paul weiß es natürlich, dass es so eine Leitstelle wirklich gibt. Das heißt, da gibt es schon ein Gremium, das so etwas diskutieren kann. Wir haben auch so eine Leitstelle für Verkehr, nicht? Glaube ich. Das sind natürlich bei der BVG, wenn dann irgendjemand Steine auf die Straßenmaschinen gelegt hat. Ja, klar, die haben wir auch schon, nicht? Die brauchen wir auch weiter, das ist vollkommen richtig. Also ich finde, wir kommen hier nicht mit neuen Gremien weiter, sondern eigentlich eher mit einem neuen Konsens in der Stadt. Und daran hapert es und darüber muss man sich unterhalten. Und da ist halt eben auch meine Kritik. Es gab ja den Bericht der Expertenkommission zum Thema, wie geht es weiter, Bezirke und Ähnliches. Klar, Expertenkommission ist was anderes als eine Enquete-Kommission oder andere Rahmen, wo man sich so über so etwas unterhält. Aber ich glaube, es herrscht schon Konsens, dass das wesentliche Thema, wie gewichten wir Bezirke und Senat neu, eigentlich nicht adressiert worden ist, nicht aufgelöst worden ist. Und da liegt für mich der Hase im Pfeffer. Da kommen was wir nicht bedeutet, mal, dass ich was ändern muss. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Erklären Sie doch mal, was für einen Konflikt es überhaupt gibt zwischen der linken Senatorin. Neues Deutschland ist ja ein bisschen näher dran an der Linkspartei. Überraschung. Ja, Überraschung. Um was es da eigentlich geht bei diesem Konflikt.
Ja, worum geht es da? Da gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Facetten. Da gibt es einmal, glaube ich, eine Ursache ist, dass in der SPD-Fraktion selber einige Konflikte getobt haben, über die wir uns hier auch schon immer länger unterhalten haben. Und da ist natürlich das Naheliegendste, dass man den Druck, der innen herrscht, nach außen umleitet. Und dann sucht man sich das schwächste Glied, das Vermeintliche in der Kette und greift es an und lenkt von den eigenen inneren Problemen. Das ist doch eine Senatorin, oder? Na, offenbar denkt man das in der SPD-Fraktion, was man dabei, glaube ich, nicht so richtig bedacht hat, was Herr Neumann ja ein bisschen angesprochen hat, dass das natürlich auch nach hinten dann losgeht. Und die SPD-Fraktion hat ja die letzten zwei Wochen und auch Herr Müller ordentlich Dresche bezogen dafür, dass sie jetzt so vermeintlich auf die Linke gezeigt hat, die erst ein Jahr im Amt ist. Und natürlich denkt die ganze Stadt, aber wer war da vor über 20 Jahre für Stadtentwicklung zuständig? Das wird ja immer vergessen, das diskutieren wir ja auch ständig. Also, es kommt voran. Sie hatten ja gesagt, erst das Positive. Genau. Jetzt kommt das Negative. Naja, die beiden Themen sind ja angesprochen worden. Der Konflikt mit den Wohnungen ist natürlich nicht geklärt. Also da hat die SPD auf ihrer auch vorherigen Klausurtagung ja die Erwartungen sehr hochgeschraubt. Und auch Herr Müller hat ja klar Position bezogen nach dem Motto, wir machen da in der Senatskanzlei eine Stelle, wird die das kontrolliert oder sie das muss regelmäßig... Das ist die Leitstelle, nicht? Ja, wie auch immer man sie da nennt. Was wollen Sie nennen? Mit T oder mit D? Ja, der Name ist Rechnungskreis und Herr Scholz war so nett und hat den SPD-Lern in Hamburg vorgestellt, wie das als erster Bürgermeister von Hamburg läuft. Da kommen Bezirke, Wohnungsbaugesellschaften einmal im Monat im Hamburger Rathaus zusammen, ein sehr prunkvoller Bau im Gegensatz zum Berliner Rathaus, und diskutieren das. Und Herr Scholz entscheidet, welche Projekte Priorität genießen. Ja. So, also die haben die Erwartungen sehr hochgeschraubt. Wenn man jetzt anguckt, was dabei rausgekommen ist, hat natürlich Frau Lomtscher ihre Position verteidigt oder gesagt, also wenn, dann wird dieser Kreis bei ihr angesiedelt. Und natürlich gibt sie weiterhin Bericht. So, aber das Problem ist ja an sich nicht gelöst, weil ich glaube, Wohnungsnot ist eines der größten Probleme, die wir haben in Berlin. Es werden zu wenig Wohnungen gebaut. Auch das hat Frau Lomtscher in dieser Woche bei einer Podiumsdiskussion gesagt, dass die Erwartungen höher sind als die Realität. Es fehlen Sozialwohnungen an allen Ecken und Enden. So, und auch für die anderen steigen die Mieten, also da muss was gemacht werden. Das Problem ist nicht gelöst, zumal ihr Umgang mit privaten Investoren ja auch einer ist, der sich auch dringend ändern muss. Ich stelle mal eine ganz naive Frage an Sie oder an die Runde, aber erstmal an Sie, Frau Richter. Ich bin ein ganz normaler Bürger und jetzt höre ich, 1 Milliarde wird verteilt. Mhm. Ist denn von der 1 Milliarde zusätzlich was in die Förderung des Wohnungsbaus geflossen? Brauchen wir doch gar nicht. Wir haben doch genug Geld. Wie viel Geld haben wir? Ja, wir haben doch genug Geld, um zu bauen. Das ist ja alles. Wir haben auch genug Geld. Wir haben 5 Milliarden für die Sanierung von Schulen und Kitas. Das wird ja nicht ausgegeben. Das ist ja das Problem, weil in der Verwaltung zu wenig Personal ist. Auch das haben wir schon häufig diskutiert. Das Geld ist nicht das Problem. Es muss nur gebaut werden. Und da gibt es ein Problem. Es gibt zu wenig Grundstücke. Die Verfahren dauern zu lange. Es gibt politische Entscheidungen, wie die Elisabeth Aue nicht zu bauen, wo 5000 Wohnungen entstehen können. Es gibt Entscheidungen, die Innenstadt nicht zu verdichten, wie man das will. Also im Grunde ist das, was die Woche der Lebensmitteldiscounter Aldi gemacht hat, nämlich präsentiert hat, dass er über seinen Märkten Wohnungen bauen will und in Berlin innerhalb von zwei Jahren 2000 Wohnungen bauen will, kann man nur sagen, Chapeau, die machen es, wie es der Senat machen sollte oder die Wohnungsbaugesellschaft. Genau, was mich daran gewundert hat, ist, dass wenn der Senat Wohnungen bauen will, dann heißt es, wir haben keine Bauarbeiter. Wenn Aldi das machen will, schafft er das in 2 Jahren. Wo kommen denn die Bauarbeiter her, die Aldi braucht? Wie geht das? Das ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, aber Sie werden sich das sicher schon überlegt haben, so wie ich die kenne, weil das ist ein sehr konservatives Unternehmen, das wirklich darauf achtet, dass es nur Dinge verspricht, die es halt eben auch halten kann. Ich will jetzt hier nicht als Aldi-Sprecher gelten, aber wir alle wissen, dass das ein ziemlich clandestiner Verein lange Zeit war. Ich glaube, was uns in dieser Stadt auch beim Thema Verkehr abgegangen ist, ist so ein bisschen einfach machen, die zweite Stufe und vor allem halt eben auch, ich muss es einfach nochmal sagen, denken, Vision entwickeln, versuchen, Mitstreiter halt eben zu finden. Und dieses Klein-Klein sehen wir halt eben auch im Verkehrsbereich. Da wird hier mal vielleicht einen Kilometer gemacht oder da vielleicht über einen neuen Bahnhof halt eben dargestellt. Ich will das nochmal auf das Thema Wohnung halt eben bringen. Das Problem bei den großen Wohnungsbaugebieten, Elisabeth Aue, stimme ich auch zu, mir ist vollkommen unerfindlich, warum man das von der Liste runtergenommen hat. Bei den paar Anwohnern, muss ich jetzt fast zynisch sagen. Aber so etwas wie Brandenburger Pflasterweg oder
oder die anderen Dinge halt eben im Nordosten. Da sehen wir jetzt, dass es offensichtlich nicht richtig war, die Stadtentwicklung von der Verkehrsverwaltung halt eben zu trennen. Weil natürlich in der Stadtentwicklungsverwaltung auch zu Recht gesagt wird, ja, wir müssen gemeinsam planen. Die Verkehrsanbindung muss vorher konzipiert werden. Klar, wo ich was baue, wohnt ja auf eine Straße. So wie das die Berliner früher halt eben dann auch gemacht hat. Die Ringbahn wurde 1871 auf dem freien Feld gebaut. Hätte es damals einen Rechnungshof gegeben, hätte gesagt, was ist denn mit euch los? Es war eine richtige Entscheidung. Berlin ist schnell über die Ringbahn herausgewachsen. Ne? Und genauso muss es eigentlich auch dort sein. Nicht? Und diese Einheit, und da komme ich nochmal auf das Thema Konsens, die fehlt im Moment, und ich fürchte, deswegen wird es halt eben auch noch länger dauern, bis wir da wieder Tempo gewinnen. Da helfen ja auch den ganzen Klausurtagungen, egal von welcher Partei, auch nichts, wenn es so ist. Wenn überhaupt die Vision dafür fehlt, wie baue ich was zusammen? Naja, es gibt ja eine Vision, die heißt in Berlin dann immer Entwicklungsplan, Stadtentwicklungsplan, der geht bis 2030, wird gerade noch weiterentwickelt. Die Zahlen liegen da ja auf dem Tisch, also bis zu den 2030 brauchen wir 200.000 Wohnungen, um die Bedarfe abzudecken. Und das, was auch in den vergangenen Jahren zu wenig gebaut wurde, das ist ja auch berechnet worden, das sind 80.000 Wohnungen zu wenig gebaut worden zwischen 2013 und 2016, das muss man jetzt auch erstmal wieder aufholen. Jetzt muss man vielleicht auch mal ein bisschen gucken, wie die Entwicklungen sind. Die Zahl der Baugenehmigungen hat zuletzt stark zugenommen. Es sind auch stark mehr Wohnungen gebaut worden. Jetzt gibt es natürlich ein Problem. Man hat gesagt, man baut 30.000 neue Wohnungen in dieser Legislaturperiode bis 2021. Alle rechnen 30.000 durch 5 Jahre, kommen auf die Zahl 6.000. Wir haben 3.000 Wohnungen gebaut. Alle schreien, oh Gott, wir bauen nur die Hälfte der Wohnungen. Dabei wäre es ja viel besser gewesen, zu kommunizieren, dass man das nicht so berechnen soll, sondern dass das langsam ansteigt, so wie es auch nur gehen kann. Wir gleich weiter und denken gleich weiter. Jetzt machen wir eine kleine Werbepause. Da können Sie auch mal mitdenken, warum nur 3.000 und nicht 6.000. Und das lösen wir gleich auf. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich wieder da.